Possums. Hallo ihr Süßen. Heute geht es alles um Lippenstifte. Und zwar sind es die Essence Matte 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 Lipsticks, die ich, kann es gleich voraussagen, großartig finde. Und ja, ich möchte euch zu jedem einzelnen Lippenstift ein bisschen was sagen, zur Farbe, werdet ihr auftragen, werdet euch Lip Swatches zeigen auf den Lippen. Und ja, wenn ihr Spaß dran habt, dann bleibt einfach dran. Also wie ihr schon sehen könnt an den Farben oder an dem Color Code, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und zwar sind die matten Lippenstifte matt vom Caption her. Und dann gibt es auch welche, die sind, haben ein glänzendes Sheen, die haben also eben ein durchsichtiges, aber halt eben auch ein glänzendes Caption. Das heißt, man kann es schon von vornherein erkennen, um was für einen Lippenstift es sich handelt. Das finde ich schon mal sehr praktisch, weil man einfach sich da sehr viel einfacher tut. Was auch sehr schön ist, man hat eben nochmal so einen Color Code hier unten auf dem Lippenstift selber. Also das heißt, dass man eben sieht, das ist hier die Berry-Farbe, steht drauf Matt 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 07. Hier auf der Seite stehen dann nochmal Namen drauf. Wie gesagt, hier vorne die Nummer und der Color Code und hier vorne ist einfach nur Essence. Und ihr seht halt eben das Color Code. Ne? Also das heißt, man kann es schon sehr schön, wenn man, egal ob man jetzt die Lippenstifte eben so in der Aufbewahrung hat oder man hat sie halt eben so stehen, dass man eben gleich sieht, von wegen um was für ein Lippenstift und was für eine Farbe sich handelt. Finde ich persönlich sehr praktisch. Des Weiteren, was eben auch sehr schön ist, die schließen sehr schön. Hört ihr so einen kleinen Klick? Ich finde es immer wichtig, weil es gibt Lippenstifte, die halten, das Caption eben halt hält nicht so. Also nochmal, es gibt eben Lippenstifte, da hält das Caption eben nicht so toll. Und dann kann es schon mal passieren, dass es aufgeht und dann in der Tasche, dass man sich alles versaut, finde ich sehr unschön. Von da gesehen finde ich schön, dass Essence da am Packaging nicht gespart hat. Was ich auch sehr schön finde, man kann eben, also jetzt nicht so irgendwie planen, fällt es um, aber hier kann man die Lippenstifte schon so reinstellen, dass man halt eben wackelt ein bisschen rum. Das hätten sie vielleicht dann irgendwie auch eben machen können, weil dann bleiben sie ein bisschen besser stehen. Aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Und die Lippenstifte an sich haben eine sehr schöne, cremige Konsistenz. Sie lassen sich sehr schön auftragen. Sie haben eine schöne Spitze. Vom Geruch her riechen sie ein bisschen fruchtig, aber jetzt nicht unangenehm und sie schmecken nach nichts, was ich persönlich sehr schön finde. Es gibt zum Beispiel Elf Lippenstifte, die schmecken so zuckersüß, da kriegt man einen Glukoseschock, das ist furchtbar. Also das heißt, die sind geschmacksneutral, wie gesagt, haben so einen leicht fruchtigen Geruch, der aber nicht auffällt. Also das heißt, wenn ich den jetzt auf den Lippen habe, dann hat es keinerlei Einfluss und es irritiert nicht und es stört auch nicht. Das finde ich sehr wichtig. Wie gesagt, die Lippenstifte lassen sich sehr, sehr schön auftragen. Sie sind sehr cremig. Sie sind aber von der Textur her so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man zu wachsige Lippen hat. Oder es gibt ja so Texturen, wo man denkt so, man hat immer irgendwas auf den Lippen drauf und hat das Gefühl, es ist sehr wachsig, sehr viel, sehr dick. Das ist bei denen nicht. Also das heißt, sie tragen sich sehr, sehr schön. Sie haben ein angenehmes Tragegefühl. Sie trocknen überhaupt nicht auf. Sie haben super Tragegefühl. Also mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Es ist wirklich sehr schön. Und wie gesagt, die Lippen werden auch nicht trocken, dass man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt da irgendwie nochmal mit irgendwas drüber gehen oder meine Lippen ständig befeuchten, ist überhaupt nicht der Fall. Also von da gesehen ganz toll, super, super schön. Der Lippenstift ist leider nicht kussecht. Das einen freut, das einen leid. Auf der einen Seite ist es natürlich, wie gesagt, nicht transferproof, hat aber auch den Vorteil, dass es eben nicht so austrocknend ist und so, ne, dass es die Lippen zusammenzieht, dass es halt eben hundertprozentig hält. Ne? Also das heißt, Haltbarkeit und transferproof, auf eins muss man halt eben verzichten. Ich muss dann ehrlich sagen, von wegen, dann habe ich lieber ein bisschen Lippenstift am Glas, als irgendwie eine komplett ausgetrocknete Lippe. Aber das ist auch wieder Geschmackssache. Weiterhin die Lippen, also die Farbe hält nicht den ganzen Tag, das ist klar. Also wir halt eben sehr pflegende Öle und Fette enthalten. Das heißt,
Das heißt, es geht halt irgendwann mal ab, sobald man halt eben fetthaltige oder ölhaltige Nahrungsmittel zu sich nimmt oder Getränke, dann geht der Lippenstift natürlich ab. Für mich persönlich finde ich sowas gar nicht so schlimm, weil ich es einfach liebe, zwischendurch einfach mal, wenn ich auf die Toilette gehe, meinen Lippenstift. Ich habe immer einen Lippenstift in meiner Jacketttasche oder in meiner Hosentasche, um Lippenstift immer nochmal aufzutragen. Ich finde es einfach toll. Also mir macht das irgendwie auch Spaß und ich finde es gut, also mir macht das überhaupt nichts aus. Von da gesehen, und sie haben eine wunderschöne matte Farbe. Das finde ich großartig. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn man so eine dunkle Farbe trägt, dass das Ganze, ne, wenn man irgendwie mal an die Lippe drankommt, dass es dann halt eben verschmiert. Aber dadurch, dass es so schön matt ist, ihr seht, ich habe jetzt hier keinen Lip Liner aufgetragen, das geht auch mal ohne. Und dadurch, dass sie halt eben schön matt sind, verläuft es auch nicht so in den Fältchen oder in den Lippenfalten. Das ist auch toll. Also von da gesehen, man kann ihn schön auftragen und er bleibt auch erstmal da, wo er bleiben soll, was sehr, sehr schön ist. Ich zeige euch jetzt die einzelnen Farben. Ach übrigens, die kosten, ich glaube, 3,99 pro Stück, 3,49 oder 3,99. Ich schreibe es euch unten in die Infobox. So, das ist die Farbe 01. Das ist so ein wunderbares, peachiges Nude. Peachig mit ein bisschen Pink, was so eine Standardfarbe ist und die wirklich jeder Frau steht. Ist so eine movige Farbe, auch so eine richtig schöne Alltagsfarbe, ein bisschen dunkler. So, die dritte Farbe ist noch mal so ein dunkleres Move, so ein bisschen, ja, leicht pinkigen Einschlag. Auch eine sehr schöne Alltagsfarbe, keine Frage. So, die Nummer 4 ist so ein richtig krasses, schönes Pink, also so eine noch schöne, so eine Himbeerfarbe. Wunderschön jetzt fürs Frühjahr, ganz toll, sieht einfach nur schön aus. Jetzt kommen wir eher in den Rotbereich. Und zwar ist es so ein richtiges klassisches Kirschrot. Mit einem kühlen Unterton. Also das heißt, es lässt die Zähne auch eher weißlich erscheinen. Das ist so ein richtig klassisches, dunkles Rot. Also eine ganz klassische Farbe. Ich swatche euch mal die andere nebendran, damit ihr das mal seht. Also das ist die, die wir eben hatten. Da seht ihr schon, dass die deutlich heller ist. Und das ist hier die,
Die Nummer 6, die ist schon deutlich dunkler. So, die Nummer 7 ist so ein dunkler Baryton. Geht halt so ins Lila-Farbene. Obwohl es nicht so extrem Coolton ist und hat eher eine warme Farbe. So, die Farbe 08 habe ich gestern vergessen. Ist auch schwer, bis 8 zu zählen. Naja gut, hier der kleine Nachtrag, deswegen auch mein anderes Styling. Ich wollte es euch nicht vorenthalten, deswegen habe ich es nochmal nachgedreht und zeige euch jetzt die Nummer 8. Ihr seht, es ist eine richtig tolle Vampy-Farbe. Hat eine sehr schöne Deckkraft, aber ich würde euch zwingend empfehlen, einen Konturenliner aufzutragen bzw. auch einen Lip Primer aufzutragen, damit die Haltbarkeit ein bisschen gewährleistet ist. Aber die Farbe ist super, super schön. Das ist so eine richtig schöne, so ein ganz, ganz tief dunkles Rot, also traumhaft. Und zwar fangen wir an mit der Farbe Nummer 9. Das ist hier ein Blueberry. Ja, bis vor einigen Jahren gab es noch gar keine blauen Farben. Ne? Da gab es, glaube ich, MAC hat, glaube ich, die erste blaue Farbe rausgebracht. Wie auch immer. The Blue. Das ist die Farbe. Da muss man dazu sagen, die ist nicht ganz so deckend wie die anderen Farben. Da wird es ein ganz, ganz kleines bisschen patchy. Muss man schon ein paar Mal drüber gehen. Aber ich glaube, das ist auch schwierig bei allen blauen, bei blauen Lidschatten, bei blauen Eyelinern, bei blauen Farben. Ist es immer sehr schwierig mit den Pigmenten. Nichtsdestotrotz, wenn man mehrfach drüber geht, geht es eigentlich ganz gut. Also hier würde ich definitiv auch einen Lip Liner empfehlen. Und tja, das nächste Gothic-Konzert kann kommen, oder? Die letzte Farbe, die ich habe, und zwar ist das Vibrant Shock, Farbe hier in Nummer 11. Ist aber auch ein matter Lippenstift, deswegen habe ich die mal dazu gemacht, diese beiden letzten. Weil sie eben matt sind. Und es ist so ein richtig schönes dunkles Lila. Ich swatche euch nochmal das andere Lila daneben. Da seht ihr schon einen deutlichen Unterschied. Ne? Das ist halt sehr viel rötlicher, einen sehr viel höheren Rotanteil und es hat einen sehr viel höheren Blauanteil. Aber auch mal nicht schlecht, ne? Mal was anderes. Why not?
So, ihr Süßen, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und sagt, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist oder was ihr denkt, welche Farbe mir am besten steht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.